Oh, der König. Wirklich beeindruckend. Nur Deko-Gelle, wie hast du das geschafft? Wirklich super. Schnappschuss, bekommst du einen großen Preis. Herzteil, Leute. Ja, ich habe 4 Herzteile. Mein erster Herzcontainer. Herzcontainer fürs Schnurrfall. So, geschafft. Deine Energieliste wurde erweitert. Ich gehe wieder zurück in den Palast. Und beim nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dann, Slaxi. So, wie besprochen, sind wir zurück beim Deku-Palast. Ich habe mal wieder ein paar Sekunden vertan bei der letzten Aufnahme. Egal. So, ja, ich möchte hier durch. Der dumme Affe. Bla, 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 bla. Und jetzt müssen wir irgendwie die Erbse finden, mit der wir hoch in die Ecke können. Wie der Affe es uns geraten hat. Ich gehe zuerst mal hier lang. So, an den Deko-Wachen muss ich mich vorbeischleichen. Nachts sind auch der ihre, wie soll ich es nennen, Nachtsichtgeräte an. Keine Ahnung, diese Punkte hier. Irgendwie einen Weg durchmogeln. Oh, da ist noch ein bisschen Kohle. Wow, wow, der war knapp. So, wo bin ich hier? Gut. Oh, du drehst gleich um, oder? Du drehst gleich um, du Sack. Ja, habe ich doch gewusst. So, schnell vorbeihuschen. Gut. Wow, 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 wow. Hier ist ein Herzteil, hier ist ein Herzteil, hier ist ein Herzteil, der Wahnsinn. Okay. War es die falsche Seite? Beziehungsweise die richtige Seite, weil ich wollte eigentlich zuerst das Herzteil. Ich wusste, hier irgendwo war noch eins, aber nicht, ob es links oder rechts war. So, schnell erwischen lassen. Gut, wir werden rausgeworfen. Aber scheißegal, denn die Wachen lassen uns immer wieder rein. Ja, 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 drunter, bla, 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 bla. So, jetzt gehen wir den richtigen Weg rum, nämlich rechts rum. Und schauen mal, wie ich mich hier durchwurschtel. So. Wow! Oh, fuck. Boah, das war zu knapp. Meine Fresse. Könnt ihr noch bescheuerter dastehen, bitte? Ich krieg kleine Dekonuss an den Kopf. So. Ja, ja, es ist doch immer wieder das Sensor. Komm, lass mich durch. So, das Schild umsäbeln. So, jetzt aber, please. Na komm, ich guck halt schnell hoch. Dann habe ich es auch geschafft. Alter! Oh Gott! Oh, ist denn wahr? Oh! Hilfe! Das ist... Oh, meine Güte! Hab ich dann einen schweren Intervall erwischt. So. Erster Raum geschafft, zweiter Raum. Na, jetzt erstmal abwarten, wie du läufst, Freund. Aha. Ach, leck mich doch. So. Und hier ins Loch. Puh, geschafft. Denn hier unten gibt es links, den kennen wir doch noch alle, den Erbsenverkäufer. Mampf, Mampf, Mampf. Du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald sie von Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen nach Hause. Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuche es in weiche Erde. Bla, 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 bla. Ich stelle keine Erde. So. Ach du Scheiße, verklickt. Passiert mir öfters. Für 10 Rubine, ich hab's ja. Kaufe ich noch Wundererbsen, man weiß ja nie. Und da er uns eben den Tipp gegeben hat, dass wir Wasser dazu brauchen, nehme ich natürlich gleich welches mit hier. Aus der Quelle. So, einmal mit der Flasche reinschwenken, dann hat man es auch. Ich glaube, am zweiten Tag regnet es auch. Meiner Meinung nach. Also dann bräuchte man das Wasser nicht. Ist ja auch jetzt wurscht. Ich mach's jetzt so. Hallo. Hier, nehme ich mal gefangen. Schmeiß mich raus. So, das haben wir jetzt geschafft. Da links, also es gibt zwei Wege um den Thronsaal herum. Ich fange mal von vorne an. Mittendrin, hier ist der Thronsaal. Links rum ist so eine Art geheime Schatzkammer. Die bringt uns erst was, wenn wir den Dungeon geschafft haben. So, dann gehe ich jetzt mal rechts rum. So, von Blatt zu Blatt. Geht natürlich nur ins Deko-Link. Wollte gerade sagen. Denn als normaler Link
würden wir hier in der ganzen Gift so besterben. So. Oh. Das Bild wird kleiner, es macht Ding-Dong, das heißt, der dritte Tag. Ach Quatsch, der zweite Tag bricht an. So, ich pflanze aber noch schnell die Wundererbse. Gut. Na, aller Hopp, jetzt warte ich halt noch die paar Sekunden. Oh, hopp, schneller Uhr. So, gleich geschafft. Zack. Muss niesen. Ah, tut mir leid. Okay. Wasser drauf. Damit das Ganze ja auch was wird. Blub. Pflanze fertig. Und dank der Pflanze können wir hier hoch und den geheimen Eingang nutzen zum Dekopalast. Ah ja, da ist eine Blume. Das heißt, ich muss Deko... Wow, meine Güte. Dekomäßig hier rumhupfen. So, immer auf den Schatten achten. Den Laub... Sack. Den Laubkerl hier abknallen. Zurück in die Pflanze. Und zur nächsten Pflanze. Ach du Scheiße. Nee, der kommt nicht gerade. Der kommt nicht gerade. So. Uah. Gott, ist es schwer. So, jetzt hier rüber. Ach, guck an, jetzt regnet's. Diesen Laubkern erledigen. So, rüber zu seiner Blume. Ich glaube, ich hätte es auch ganz rüber geschafft. Ist auch egal. Gut. Und hier hin. So, der erste Teil wäre geschafft. Hier oben geht's weiter. Eh nicht, du Flasche. Ich ihn aber auch nicht, ich Flasche. Ey, Mann! Geh mir nicht auf den Zeiger! So. Weiter im Text. Oh Gott, das dauert ewig. So, hier rüber. Punktlandung. Alter. Du stirbst. So, die Ratte getroffen. So. Oh, langsam. Boah, Gott, ach Gott. Hier rüber. Und jetzt auf dieses Teil. So. So, und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ding zurückschwingt, genau jetzt. Noch ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Und jetzt geht's hoch. Und ganz oben loslassen. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Jetzt sind wir hier im geheimen Eingang des Thronsaals. Und zwar hier direkt beim Affen. Mit dem müssen wir jetzt erstmal im Takt reden. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, wo sie, wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Ja, den Text können wir. Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich es halt ihr nichts mehr. Dann sage ich halt gar nichts mehr. So. Bestraft mich oder tut, was immer ihr tun wollt. Ey, du Penner, ich bin jetzt extra hier zu dir rein und du sagst mir nichts. Muss ich jetzt hier die Tröte zeigen? Ja, muss ich. Oh, das meinte ich genau. Dieses Instrument hatte auch die Prinzessin Deko-Pfeifen. Damit wird es funktionieren. Nebenbei. Wer bist du?
Enttäuschung. Oh, der König trinkt hier schon langsam was spitz. Huch, das ist echt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Leuchtet dem sein Po. Egal. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Aha. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Jo. Aha.